Die Ansoff-Matrix, auch bekannt als Produkt-Markt-Matrix, ist ein Hilfsmittel für Unternehmen, um bestimmte Wachstumsstrategien zu planen. Dabei ergeben sich für ein Unternehmen genau vier verschiedene Produkt-Markt-Kombinationen. Die erste Wachstumsstrategie ist die Marktdurchdringung. Hier wird versucht, mit einem bereits bestehenden Produkt auf einem bestehenden, also vorhandenen Markt, den Marktanteil auszuweiten. Dies könnte durch erhöhten Werbeaufwand oder durch Preissenkungen erreicht werden. Die zweite Wachstumsstrategie ist die Marktentwicklung. Hier wird versucht, mit einem bestehenden Produkt einen neuen Markt zu erobern. Neue Märkte können sein, neue Länder oder neue Zielgruppen. Die dritte Wachstumsstrategie ist die Produktentwicklung. Hier wird versucht, mit einem neu entwickelten Produkt einen bereits bestehenden Markt zu erobern. Die vierte und letzte Wachstumsstrategie ist die Diversifikation. Hier lautet der Plan, mit einem neu entwickelten Produkt einen neuen Markt zu erobern. Diese Strategie ist die risikoreichste aller Strategien und gleichzeitig die kostenintensivste. Die Ansoff-Matrix ist somit ein wichtiges Hilfsmittel, um bei der Planung von Wachstumsstrategien den Überblick zu behalten.